Im Hintergrund ist eine Nahaufnahme von drei Buchrücken aus Leder zu sehen. Auf allen Bänden steht Shakespeare theatralische Werke. In weißer Schrift wird eingeblendet, sein oder nicht sein, das ist die Frage. Über Wieland und Shakespeare. Frau Dr. Bönsch, die Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung, blonde, schulterlange Haare mit einem knielangen Sommerkleid, geht zwischen zwei Bibliotheksregalen durch. In den Bibliotheksregalen befinden sich aneinandergereiht stehende Bücher. In das Bild wird eingeblendet ein hellgrauer Kasten. In dem hellgrauen Kasten steht in dunkelgrauer Schrift Dr. Kerstin Bönsch. Unter dem hellgrauen Kasten ist ein dunkelgrauer Kasten. In dem dunkelgrauen Kasten steht in hellgrauer Schrift Geschäftsführerin Wieland Stiftung. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Diese bekannten Verse aus Shakespeares Hamlet übersetzte Wieland erstmals ins Deutsche. Vielleicht vermissen Sie in diesem berühmten Zitat ein Hier? Warum eigentlich? Im Original heißt es To be or not to be, that is the question. Doch bestimmt ist Ihnen die Übersetzung von Schlegel-Tieck bekannt, die einige Jahre nach Wieland Shakespeare ins Deutsche übersetzten und auf deren Übersetzung noch heute häufig zurückgegriffen wird. Sie wollten im Deutschen rhythmisch den Blankvers nachahmen, was ihnen jedoch zumindest an dieser Stelle nur mäßig gelang. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was ein Blankvers ist. Ein Blankvers ist ein reimloser, fünfhebiger Jambus, unbetont betont. Legen Sie mal die Hand aufs Herz und klopfen Sie mit. To be or not to be, that is the question. Auf weißgrauen Hintergründen in schwarzer Schrift werden einzeln auf wechselnden neuen weißgrauen Hintergründen die Wörter to be or not to be, that is the question, eingeblendet. Frau Dr. Bönsch, zwischen den Bibliotheksregalen ist wieder zu sehen. Shakespeare war ein Genie. Er betont im Englischen das Sein, also das Be und das Nichtsein durch den Blankvers. Der dadurch erzeugte Rhythmus erinnert an den Herzschlag, und zwar just in dem Moment, als sich Hamlet überlegt, das Leben zu nehmen. Wenn Sie versuchen, die Rhythmik ins Deutsche zu übertragen, klingt es schnell nach Herzrhythmusstörung. Schon allein deshalb, weil es im Deutschen viel weniger einsilbige Wörter gibt als im Englischen. Wieland verzichtete darum auf den Blankvers und setzte auf die natürliche Betonung. Frau Dr. Bönsch geht zwischen den Regalen durch und aus dem Magazinraum hinaus. Frau Dr. Bönsch bleibt kurz zwischen der Tür stehen und geht auf den Gang entlang auf die Kamera zu. Doch dies nur zur Einstimmung und zur Sensibilisierung, wie schwierig das Übersetzen ist. Vor Wielands Shakespeare-Übersetzungen las lediglich eine intellektuelle Elite Shakespeare im Original oder in der bereits vorhandenen französischen Übersetzung. In deutscher Sprache existierten nur drei Übersetzungsversuche einzelner Werke, die allerdings kaum Beachtung fanden. Erst mit Wieland, durch seine Shakespeare-Übersetzungen, begann in der Breite die deutsche Shakespeare-Faszination. Frau Dr. Bönsch geht aus dem Bild hinaus. Frau Dr. Bönsch kommt die Treppe aus dem zweiten Obergeschoss hinunter. Sie geht zwischen der Brandschutztür in den rechten Flur im ersten Obergeschoss hinein. Wieland war von Shakespeare begeistert, von der Psychologisierung seiner Figuren, die in den menschlichen Abgrund blickten, wie etwa Hamlet. Schwarz-Weiß-Zeichnung von Shakespeare wird eingeblendet. Ein Mann mittleren Alters mit einer Halbglatze, mittellangen Haaren und einem Schnauzer. Um den Hals hat Shakespeare einen grauen Kragen. Frau Dr. Bönsch im Flur des ersten Obergeschosses ist wieder zu sehen. Wieland las Shakespeare im Original, vermutlich einige Werke auch in französischer Sprache. Englisch hatte er sich wahrscheinlich selbst beigebracht, Französisch war die Hofsprache. Wieland sprach und schrieb Französisch fließend. Im Flur hinten befindet sich eine Sitzecke. Die Sitzecke befindet sich vor zwei großen rechteckigen Fenstern mit grünem Rahmen. Die Sitzecke besteht aus vier Stühlen in grau-grüner Farbe, zwei kleinen weißen Tischen. Die Stühle und Tische stehen auf einem rot-weiß gestreiften Teppich. Auf den Tischen steht eine weiße Orchidee, ein Glas mit Sand gefüllt und einer Pflanze sowie ein Buch. Frau Dr. Bönsch geht zur Sitzecke und setzt sich auf den linken Stuhl.
Sie nimmt das Buch, schlägt das Buch auf und liest daraus vor. Lassen Sie uns einen Blick auf Wielands Theorie und Geschichte der Dichtkunst aus dem Jahr 1757 werfen. Shakespeare. Die Natur war die einzige Quelle, aus der er schöpfte. Sein Genie war seine einzige Muse. Und seine Poesie war in der Tat Begeisterung. So viele besondere Personen in seinen Stücken vorkommen, so viel besondere Charakter. Niemals hat ein Poet die Welt und das menschliche Herz, welches gleichsam eine kleine Welt ist, besser gekannt, noch tiefer in die geheimsten Triebfedern der menschlichen Handlungen hineingesehen als er. Frau Dr. Bönsch legt das Buch zu. Bei aller Begeisterung regte sich auch Wieland über Shakespeares Verstöße gegen die Wahrscheinlichkeit und die Nichteinhaltung der legendären aristotelischen Einheiten von Ort, Zeit und Handlung auf. Außerdem missfielen ihm seine pöbelhaften Scherze. Frau Dr. Bönsch legt das Buch wieder auf den Tisch und steht auf. Sie geht den Flur langsam wieder vor. Dennoch, Wielands Begeisterung war groß. 1761 wurde Wieland zum Direktor der Evangelischen Komödiantengesellschaft ernannt. Und im gleichen Jahr wurde im Biberacher Komödienhaus in seiner Übersetzung und unter seiner Regie Shakespeares Der Sturm oder Der erstaunliche Schiffsbruch aufgeführt. Es war die erste bedeutende Shakespeare-Aufführung auf deutscher Bühne. Das Biberacher Komödienhaus wird eingeblendet. Das Komödienhaus ist von vorn zu sehen. Unten im Erdgeschoss befindet sich ein halbkreisrunder Eingang. Neben der Tür befindet sich rechts und links ein Fenster mit hellblauen Fensterläden. In der Mitte der Fassade sind zwei Szenen aus einem Schauspiel dargestellt. Links neben der Szene steht auf einem Banner in schwarzer Schrift Schlachtmetzig. Auf der rechten Seite steht in einem Banner Komödienhaus. Über den Szenen befinden sich drei Fenster mit hellblauen Fensterläden. Über den drei Fenstern sind noch zwei kleinere Fenster. Aus einem Fenster ist ein rotes Banner nach unten gespannt mit der weißen Aufschrift Kunstverein. Die rechte Szene wird im Detail eingeblendet. Die linke Szene wird von fünf Schauspielern dargestellt. Außen links schaut eine Frau mit langem Kleid und Perücke in einen Spiegel. Den Spiegel hält sie in der rechten Hand. Von ihr rechts steht ein männlicher Darsteller, der sich mit der rechten Hand auf einen Stock stützt. Der männliche Schauspieler in der Mitte spielt Geige. Neben dem Geigenspieler steht eine weitere Frau mit langem Kleid. Die Frau singt. Sie hält in der rechten Hand ein Blatt. Rechts außen steht ein männlicher Darsteller. Unter den beiden Szenen steht in einem Banner in schwarzer Schrift: Hier wurde 1701 Shakespeares Sturm unter der Leitung von Christoph Martin Wieland zum ersten Mal in deutscher Sprache aufgeführt. Frau Dr. Bönsch im Flur im ersten Obergeschoss wird wieder eingeblendet. Frau Dr. Bönsch geht durch eine Tür in einen Magazinraum im zweiten Obergeschoss hinein. Wieland war nach Erfolg des Stückes ambitioniert, sämtliche Werke Shakespeares ins Deutsche zu übersetzen. Er schaffte 22 von 38 Stücken. Am Bibliotheksregal werden in Nahaufnahme Bände von Shakespeare gezeigt. Auf den Bänden stehen Shakespeare theatralische Werke. Frau Dr. Bönsch ist wieder zu sehen. Von 1762 bis 1766 gab er die Dramen in 8 Bänden heraus. Ein Band wird aufgeschlagen, eingeblendet. Auf der Titelseite steht Shakespeare theatralische Werke. Aus dem Englischen übersetzt von Herrn Wieland, erster Band. Frau Dr. Bönsch wird wieder eingeblendet. Sie geht außen links an den Bibliotheksregalen vorbei. Dazu zählen ein St. Johannes-Nachtstraum, also ein Sommernachtstraum, Wie es euch gefällt, Maß für Maß, Der Kaufmann von Venedig, Viel Lärm um nichts, Das Trauerspiel von Macbeth, Romeo und Julia, Othello, Was ihr wollt oder Hamlet. Prinz von Dänemark. Eine Buchseite aus dem Theaterstück Der Kaufmann von Venedig wird eingeblendet. Auf der Seite ist oben eine Zeichnung zu sehen. Auf der Zeichnung sind auf der rechten Seite zwei Frauen, eine sitzend und eine stehend, sowie ein Mann zu sehen.
Neben den drei befindet sich ein Tisch an der Wand und ein Spiegel über dem Tisch. Unter der Zeichnung steht der Kaufmann von Venedig. Erster Aufzug, erste Szene. Eine Straße in Venedig. Antonio, Solarino und Salanio treten auf. Antonio. Ich weiß wahrhaftig nicht, warum ich so traurig bin. Es ist mir selbst so beschwerlich, als es euch sein kann. Aber wie es mich angekommen und was die Ursache davon sein mag. Eine Buchseite aus dem Theaterstück Viel Lärm um nichts wird eingeblendet. Oben befindet sich eine Zeichnung. Ein Knabe sitzt auf einer Wolke. Er hat in beiden Händen ein großes Blatt und liest. Rechts neben ihm befindet sich eine Maske. Unter der Zeichnung steht Viel Lärmens um nichts. Erster Auszug, erste Szene. Ein Hof vor Leonatos Hause. Leonato, Hero und Beatrice mit einem Kurier treten auf. Leonato, ich sehe aus diesem Briefe, dass Don Pedro von Aragon diese Nacht nach Messina kommt. Eine Seite aus dem Theaterstück Macbeth wird eingeblendet. Oben befindet sich eine Zeichnung. Eine Maske befindet sich in der Mitte von einem Blätterzweig. Hinter der Maske kreuzen sich eine Trompete und eine Flöte. Unter der Zeichnung steht Macbeth. Erster Aufzug, erste Szene, ein offener Platz. Donner und Blitz. Die drei Heere treten auf. Erster Heere. Wenn kommen wir drei uns wieder entgegen? Zu Donner, Blitz oder Regen? Eine Buchseite aus dem Theaterstück Romeo und Julia wird eingeblendet. Oben ist eine Zeichnung von einer Blume zu sehen. In der Mitte befinden sich drei aneinandergereihte Beeren. Unter der Zeichnung steht Romeo und Juliette. Erster Aufzug, erste Szene. Eine Straße in Verona. Samson und Gregorio, zween Bediente der Capulets, treten mit Schwertern und Schildern bewaffnet auf und ermuntern einander, sich tapfer gegen die Montagus zu halten. Ihre ganze Unterredung ist ein Gewebe von Wortspiel, Doppelsinn und Zoten. Abraham und Balthasar zu den Vorigen. Gregorio zu Samson. Zieh vom Leder, hier kommen ein paar von den Montagischen. Eine Buchseite aus dem Theaterstück Hamlet wird eingeblendet. Oben ist eine Zeichnung zu sehen. Auf der Zeichnung ist eine Frau, leicht bekleidet, mit einem Engel zu sehen. Die Frau sitzt angelehnt an einem Busch. Der kleine Engel steht vor ihr. Unter der Zeichnung steht Hamlet, Prinz von Dänemark. Erster Aufzug, erste Szene. Eine Terrasse vor dem Palast. Bernardo und Franciseo, zween Schildwachen, treten auf. Bernardo. Wer da? Frau Dr. Bönsch im Magazinraum stehend ist wieder zu sehen. Wieland hatte zwar eine englische Shakespeare-Ausgabe als Vorlage, orientierte sich aber auch an französischen Shakespeare-Übersetzungen und nutzte ein französisch-englisches Wörterbuch. Schon allein wegen dieser schlechten Ausgangslage war sein Vorhaben eine wahre Mammutaufgabe. Bei Wielands Shakespeare-Übersetzungen gingen über 400 Begriffe in die deutsche Sprache ein, die wir teilweise auch heute noch verwenden. Dazu zählen Fremdwörter wie Clown, Spleen, Lullaby oder Lehnbildung wie Abschied nehmen für Leave-Taking, Anziehungskraft, Bettzeit, Feenkönig, Heimatlos, Kriegserklärung, Lebensblut, Schulterklopfer oder Wortbrecher. Wielands Übersetzungen legten den Grundstein für zahlreiche weitere Übersetzungen, und zwar bis heute. Der jüngste bedeutende Shakespeare-Übersetzer ist Frank Günther. Auch er kam aus der Nähe von Biberach und lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2020 in Roth an der Roth. Eine neue Ausgabe von Hamlet wird eingeblendet. Auf dem Cover steht auf schwarzem Hintergrund DTV Shakespeare Hamlet. Zweisprachige Ausgabe Deutsch von Frank Günther. Unter dem Text ist eine Grafik zu sehen. Auf der Grafik sind zwei Hände abgebildet, die eine weiße rechteckige Platte umfassen. Die Hände sind auch schwarz.
Frau Dr. Bönsch an der Seite eines Bibliotheksregal lehnend ist wieder zu sehen. Und im Übrigen übersetzte auch er den Satz wie Wieland. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Frau Dr. Bönsch geht rechts in den Gang zwischen zwei Bibliotheksregalen hinein. Der Abspann wird abgespielt. Auf weißem Hintergrund in schwarzer Schrift ist Folgendes zu lesen. Virtuelle Führung durch das Haus der Archive in Biberach. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Über Wieland und Shakespeare. Idee, Konzept und Text: Christoph Martin Wieland Stiftung Biberach. Sprecherin: Dr. Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland Stiftung. Musik: Good Ideas Production, Invatu Elements. Dreh und Produktion: Elan Film GmbH, Ecki Diehl. Copyright: Christoph Martin Wieland Stiftung Biberach. Gefördert durch das Digitalprogramm Wissenswandel innerhalb des Kulturförderprogramms Neustart Kultur der Bundesregierung. Zu sehen ist das Logo des Programms Wissenswandel, das Logo der Stadt Biberach, das Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Logo des Deutschen Bibliotheksverbands sowie das Logo von Neustart Kultur.